Freunde, was geht ab? Wir sind jetzt beim zweiten Spieltag angekommen mit unseren Montreal Canadiens. Ich bin auch wieder dabei. Wir spielen in Washington und hoffen natürlich auf die nächsten zwei Punkte. Ja, hoffentlich wird diesmal, letztes Spiel eigentlich richtig geil mit dem Penalty schießen. Ja, hoffentlich wird es aber vielleicht nicht wieder so ein Nervenaufreger. Ja, wir hatten da schon echt Angst. Wenn wir da nur einen Punkt geholt hätten, wäre es schon ein bisschen ärgerlich gewesen. Aber finde ich auch nicht so schlimm. Hauptsache ein Punkt. Egal, wenn man das Spiel nicht angeguckt hat. Das ist jetzt ein bisschen, aber wir haben ja gesagt, Punkt, Sieg ist Sieg, ne? Ja, und zwei Punkte sind auch egal wie zwei Punkte. Und jetzt haben wir vielleicht mal wieder eine Chance, einen Konter zu fahren mit Parent 2. Da kommt der Pass nicht ganz an. Sind wir auch, was Washington ist, eine sehr starke Mannschaft in der Offensive mit Ovechkin, Backstrom und noch drei anderen Spielern. Wir haben natürlich auch eine gute Offensive mit Plekanec, Parent. Tor! Was ist das denn? Ich dachte, der Torhüter hätte den. Also, das ist schon verwunderlich. Ja. Also das war auf jeden Fall mal ein ganz starker Trick und das war unsere Torhymne, die wir euch versprochen haben. Ja, so sieht's aus. Jetzt kommen wir einfach nicht mehr nach vorne. Ich dachte, legt einen Becher auf dem Eis. Der Helm, ne? Ja. Alter. Scheiße, hätte drauf spielen können. Warte, lauf mal gleich mal nach vorne. Ich drück mal Kreis, um dich zu schicken. Da ist gar nicht Price im Tor. Hä? Price ist gar nicht im Tor. Nein? Nein. So ein Toko-Toko, ey. Egal. Fuck. In der nächsten Partie spielt er auf jeden Fall. Lass ihn einwechseln, oder? Das ist doch jetzt egal. Das hält auch was. Ist ja gut. Oha. Ey, das ist noch Strafe, Junge. Siehst du daran nicht? Nimm nicht das. Ui, das ist so unnötig jetzt. Okay, Leute, das war das erste Drittel. Und wir springen direkt ins zweite. So, da kommen wir mal über die rechte Seite. Plekanec auf Sappen. Und Latte. Oder Stockhand, weiß ich nicht. Ja, Latte. Okay, ich muss jetzt mal kurz ein neues Tor im Haus holen, falls wir noch ein Tor schießen. Jetzt müssen wir wieder kommen hier. Und das kann den aufpassen, nein! Ich komme mich um den hier in der Mitte. Das ist doch eine Abwehrarbeit. Vom Feinsten. Ey! Okay, Freunde, jetzt kommen wir vielleicht mal. Über Brower doch. Nicht wirklich. Und jetzt Alzner.
Gut, Möglichkeit für unseren Gegner. Beziehungsweise für Washington ist ja nicht online. So, jetzt müssen wir mal wieder kommen hier. Links. Hier blau, blau. Ey. 4,3 Sekunden vom Ende. Ja, jetzt ist auf jeden Fall, könnten wir vielleicht auf jeden Fall vielleicht noch eine gute Möglichkeit haben. Na, oder? Na. Das war's auch fürs zweite Drittel. Noch führen wir 1-0. Im letzten Spiel hatten wir 3-0 zu der Zeit geführt. Ja. Hatten wir aber nach den ersten 10 Minuten hatten wir. Guckt euch einfach selber an. Ein Tor reinkassiert, also und guckt es euch einfach an. Das Unterzahl für uns mal wieder. Hä? Wieso? Verstehe ich wieso? Aber komplett kann jetzt, du bist schneller als der. Ja. Blackernetz. Nein. Kann nicht sein. 2 auf 2 ist gut. Unterzahl ist gut. Stell mich da fast ins Tor rein. Hau ich ihn vorher mal um hier. Das wäre locker dran gekommen. Ist ja halt keine Strafe. Ja, nicht wegen der Behinderung. Ey. Da geht er schon ein bisschen. Und da bricht der Schläger von Zabben. Jetzt sind wir mal richtig offensiv hier. Und Zabben kümmert sich da gut um den Check. Um den Spieler. Jawohl, der eigene Mann. Unser Torwart ist gar nicht so schlecht, ne? Nein. Wo will er? Nein. Ich will gerade den Puck holen. Was? Ich dachte, das wäre der Gegner. Ich wollte, das wäre der Gegner. Dann hätte ich ihm schon den Schläger aus der Hand geschlagen. Wenn man es sehen könnte. Boah, da bist du richtig auf den drauf gegangen im Check. Und wenn ich nicht zum Schuss komme, weil der Computer nutzt jede gesamte Wertung aus, ne? Ich weiß. Deswegen, also da ist Ovechkin schon richtig stark. Dann können wir mal ein bisschen warten, nach der habe ich gesehen, dass der noch gerade kommt. Boah, fast die Chance. Zum Schießen. Ja, falls wir mal zu einem Hallo oder so sagen, dann ist das, weil wir gerade auf Twitch sind und gerade einer zuguckt. Und ich sage jetzt mal Hallo, schreibt mal was in die Kommentare. Ja. Wir konzentrieren uns auch weiter aufs Gameplay. Die Möglichkeit. Tor! Oder? Ja, warum immer oder? Der ist drin. Ich habe es nicht genau gesehen. Also, das war die andere Torhymne. Ja, 2-0. Durch. Oh, komm, ey. Schön eingequetscht da. Ja. 3-0. Ja. Noch eine gute Möglichkeit für uns. Ich warte mal, drück mal kurz nichts. Ich muss die kurz verzögert die Torhühne. Jetzt kommt sie. Zwei Torhühne von der DEG. Und ja, das dürfte aber, glaube ich, schon leichter, jetzt noch leichter sein als gegen Toronto, oder? Ja. Außerdem, das waren jetzt ja beides Auswärtsspiele, weil wir die jetzt beide mit 2 Punkten beenden. Dann würde ich sagen, haben wir richtig gute Chancen, schon einen Hammer-Saisonstart hinzulegen. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich schon vorher an den Spieler dran. Schaffen wir nicht. Komm, jetzt müssen wir irgendwie ein bisschen, das müssen bisschen noch Zeit zu hören, würde ich sagen, aber das dürfte doch eigentlich gewesen sein. Oh, da kriegt er den Puck, glaube ich, ins Gesicht, der Spieler.
Also wenn ja, dann hat er auf jeden Fall was gebrochen. Hart wie der war. Mal gespannt, ob die trotzdem noch den Torwart rausnehmen. Machen die ja manchmal, ne? Ich glaube aber nicht. Glaube ich auch nicht. Nein, aufpassen jetzt. Aufpassen, nein! Das gibt's nicht, ey. Das... Jetzt nehmen wir auf jeden Fall den Torwart raus. Ja, müssen wir. Die werden, jetzt müssen wir das gewinnen. Den Torwart raus. Jawohl, und da ist das leere Tor. Das habe ich gerade übrigens ganz, haben wir nicht extra gemacht mit dem Tor. Kann man einfach nicht verteidigen, ne? Oder könnte man schon verteidigen, aber. Das ist mir aufpassen, dass wir jetzt nicht doch noch irgendwie in irgendwas reingeraten. Zaben. Macht Zaben das Tor? Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt stellen wir uns noch dumm dafür an. Und wenn der jetzt drin ist, dann haben wir uns das Spiel nochmal unnötig heiß gemacht. Und das darf nicht. Oh, was gut. Ist jetzt los? Jetzt, Jungs, was ist jetzt los? Ja. Wir gucken uns diese ganze Chance nochmal an. Ja. Und wir gucken uns das jetzt ganz genau an. In der Perspektive. Ja, ganz klar, der schießt die ganze Zeit die Fresse ab. Aber wir vertrauen auf Seite, würde ich sagen. Ja, erstmal das und zweitens, auf jeden Fall, guckt ihr euch das an, der schießt den am Schlittschuh ab und der macht ja auch noch so dabei. Also ich will das doch nicht gehen. Darf nicht gehen, ja. Weil er auch den Torwart damit da ein raushaut. Was er gibt es! Jetzt wird schon irgendwie, ey, ich bin kein Scheiße, Mann. Also unsere letzte Minute wirklich zum Kotzen, ne? Alter, ey. Egal, Alter, was ist denn los, ey? Komm. Ja, jetzt nimmt sogar den, jetzt nimmt alles mir jetzt mit dem Torwart so egal, einfach. Alles geben jetzt. Das Lied ist so egal, ob es auch weg jetzt. Jetzt müssen wir alles geben, Jungs. Alles geben. Nein, fiebert weg. Mit. Dann gibt's ja Eis hin. Fiebert mit. Jetzt passt, passt, passt. Und da ist die Entscheidung. Woo. Gallagher. Der Typ ist stark in die Saison gestartet. Und da ist das 4:2. 4 Sekunden vor Ende. Petri war der Assist. Wenn jetzt den Torwart. Oh du Gott, sind die dumm. Wir müssen den Torwart vom Eis. Hätten wir auch eine Strafe bekommen, weil ich den gerade umgecheckt habe, aber ist mir so egal. Also Freunde, das war's. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein und ciao.